Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute erwartet uns was ganz Besonderes, nämlich eine mega, mega coole Mod. Und welche das ist, das seht ihr jetzt. Nämlich der Dino Suchus. Und er sieht auch richtig gut aus. Auch vom Laufen her. Das Model sieht toll aus. Richtig cool. Das hätte ich nie gedacht, dass das ein Modder hinbekommt. Also das ist wirklich heftig. Einfach der Dinosuchus in Jurassic World Evolution. Ich kann es nicht glauben. Und dann auch noch wirklich gut umgesetzt. Ich finde auch, dass die Schweifbewegungen so noch relativ gut aussehen. Dafür, dass man überlegt, dass der für den Ankylosaurus in das Spiel kommt. Das ist schon echt krass, ne? Schauen wir uns mal das Trinken an, da bin ich auch gespannt. Oh, das ist auch gut. Er bewegt sogar seinen Mund vernünftig. Ich glaube, der kann sogar Fleisch fressen. Werden wir gleich auch noch testen. Oh, den werde ich auf jeden Fall, wenn ich mal wieder ein Parkbauprojekt mache, benutzen. Ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus, dass der Körper so hoch ist, weil ich glaube, normalerweise ist es bei Krokodilen so, dass der eher so flach zum Boden verläuft. Aber das geht wahrscheinlich nicht, weil es keinen Dinosaurier gibt, der halt so ein Skelett hat. Und der Ankylosaurus war schon wahrscheinlich einer der niedrigsten Dinosaurier. Deswegen wurde der verwendet. Oh, die Schreie hören sich gar nicht so schlecht an, ne? Muss man einfach mal sagen. Und das Gebiss sieht auch krass aus. Und das ganze Model ist mega cool. Jetzt sagen wir, schauen uns das jetzt auch nochmal, wenn er durchs Wasser läuft. Im Stoppbild mal eben an. So. Schauen wir doch mal. Also es ist wirklich relativ hoch auflösend. Das Auge sieht auch krass aus. Die Zähne sehen cool aus. Das Model sieht nice aus. Ist nur, wie gesagt, ein bisschen hoch. Und ein bisschen schmal, finde ich. Na, wenn ihr mal hier so guckt. Es könnte ruhig ein bisschen breiter sein. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass der Ankylosaurus halt nicht breiter ist. Und man dann halt die Beine nicht weiter nach außen machen kann. Deswegen musste da so ein bisschen angepasst werden. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Also das ist wirklich eine der besten Mods, die ich je für Jurassic World Evolution gesehen habe. Bin jetzt nochmal gespannt, wie der gleich frisst. Habe ich überhaupt einen Futterspender? Nee, habe ich gar nicht. Also bis jetzt hat er das Fleisch hier noch nicht angerührt. Ich habe auch nochmal so einen Fischfutterspender gemacht. Aber ich glaube, das wird erst recht nicht klappen. Aber ich kann euch noch mal ein bisschen was zeigen über die Mod. Weil bei der Mod wurde sogar der Name geändert. Dinosuchus. Und auch das Vorschaubild. Das Ganze mit dem Namen funktioniert leider nur auf Englisch. Deswegen habe ich das Spiel gerade mal auf Englisch umgestellt. Er ist dann nämlich hier auch anders angeordnet. Normalerweise war ja hier der bei A, bei Ankylosaurus. Ich glaube, ja, hier hinter dem Ankylodokus wäre er wahrscheinlich gewesen. Jetzt ist er hier bei D. Dinosuchus. Also richtig, richtig cool. Da wurde echt viel Mühe und Arbeit reingesteckt. Ich lasse mal noch einen weiteren frei mit dem Rainforest-Skin. Und dann hoffe ich noch, dass er zum Fleischfutterspender geht. Diese Funktionsänderung hatten wir auch schon mal gesehen bei dem... Wie hieß er denn noch? Dieser mit dem Segel. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Da rennt er. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Also ich glaube, von der Hautfarbe her ist der ein bisschen rötlicher und auch das Auge ist auf jeden Fall roter. Oh, der frisst! Oh mein Gott, er frisst! Ich hab's ja gesagt, Leute. Oh mein Gott, das sieht ja richtig cool aus. Okay, ich bin gerade echt beeindruckt. Holy shit. Das sieht echt gut aus. Okay, die Mod ist krass. Alter. Die werde ich definitiv mal verwenden. Die Mod ist übrigens, wenn wir gerade davon reden, von diesem Mod-Ersteller hier. Den blende ich mal für euch ein. Und der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung, falls ihr die mal ausprobieren wollt. Also es gehen wirklich Props an dich raus, lieber Mod-Ersteller. Richtig krasse Mod. Also ich bin wirklich mega beeindruckt gerade. Dass dann das Fressen ja auch noch funktioniert.
Bin mal aufs Kämpfen gleich noch gespannt. Das sieht bestimmt richtig komisch aus. Aber wir lassen mal noch einen weiteren frei. So, das ist jetzt Dschungelmuster. Und da sehen wir auch schon auf jeden Fall grün. Grüne Zähne. Sind echt ein bisschen grün, die Zähne, oder? Da ist so Moos dran. Oder so Algen oder sowas. Haben sich da abgesetzt. Sorry, dass die Kamera mal hochgeht. Das kann ich irgendwie nicht ändern. Sieht auch interessant aus. Aber irgendwie ein bisschen weird mit den Zähnen. Ich könnte mir aber tatsächlich sogar vorstellen, dass es in echt vielleicht so war, dass sich da irgendwelche Algen oder so dran abgesetzt haben. Habe ich schon häufiger gesehen, dass Tiere dann auch komplett bewachsen und so sind. Gerade Schildkröten. Oh, die Mod ist so nice. Ich kann gar nicht aufhören zu gucken. Und die reden jetzt hier auch miteinander. Also, ich bin so beeindruckt. Also lange her, dass mich eine Mod so geflasht hat. Aber wisst ihr, worauf ich noch gespannt bin? Es gibt doch beim Ankylosaurus... Warte mal. Gehen wir mal hier ins Genom rein. Da gibt es doch diese... Genau, diese Skins von dem 2001er Film. Das ist der zweite Film, ne? Glaube ich. Ja. Wollen wir da mal eins auswählen? Ich bin mal gespannt, was dann da bei rauskommt, ob das überhaupt funktioniert. Ich mach das mal. Warten wir mal kurz. Ah, okay. Das heißt, das Model wurde nicht geändert. Aber das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so doof. Weil dann kann man den Dinosuchus und den Ankylosaurus noch verwenden in seinem Park. Man muss dann halt nur die Skins von den Jurassic Park Filmen auswählen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und das stimmt aber mit dem Auge nicht. Warte mal. Ist es immer so dunkel? Das ist immer so dunkel, ne? Ja. Okay, das ist echt nice eigentlich. Erzählt ihr das mal, den Unterschied gleich nebeneinander? Oh, geht jetzt auch Fleisch fressen? Okay, das ist natürlich dann ein bisschen weird, ne? Aber der kann wahrscheinlich Fleisch und Pflanzen fressen. Gehe ich mal von aus. Hoffe ich. Also ich finde das sogar ganz cool, dass man dann beide noch verwenden kann. Der frisst halt wirklich das Fleisch. Habe ich auch noch nie gesehen. Ein Anki, der Fleisch frisst. Ein seltenes Bild. Der weiß, was gut ist. Oh, herrlich. Richtig cool. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal einen anderen Dino frei und dann sehen wir mal, wie er sich so im Kampf schlägt. Oh, ich glaube, jetzt kommt es jetzt zu einem Kampf. Der Cerato ist schon in Kampfstellung. Der Dinosuchus kommt hier auch ganz langsam angetrabt. Das ist der mit den grünen Zähnen. Geht jetzt auch in Kampfstellung, okay. Und wird gebissen. Sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus. Und ehrlich gesagt sieht die Schweifattacke auch gar nicht so doof aus. Irgendwie hat das was. Sieht hier ein bisschen komisch aus, dass er so, ja, so einen Knick da drin hat und ihn so hoch macht, aber sonst... Ey, gewinnt der hier? Nee. Okay, das ist sehr ausgeglichen. Also ich hätte mir das jetzt schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Oh, jetzt geht er down hier. Das ist aber auch cool, dann sehen wir das auch mal. Da wird er gepackt. Und das Riesenkrokodil wird zu Boden gebracht. Da kommt der Siegesschrei. Und ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Obwohl das jetzt diese Schweifattacke ist, hat trotzdem irgendwie gepasst. Ja Leute, das ist auf jeden Fall die Dinosuchus-Mod. Eine der besten Mods für Jurassic World Evolution meiner Meinung nach. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.